Heute geht es um ein spannendes Thema, wie ich finde, Erleuchtung und Individualität sind für alle gleich. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen sich als Buddhist sieht, weil irgendwann, wenn man so mit Meditation, mit dem Buddhismus sich näher beschäftigt und das attraktiv findet, stellt sich irgendwann einmal die Frage, ja, bin ich denn Buddhist oder bin ich kein Buddhist? Ich habe mir die Frage irgendwann auch mal gestellt, ob ich Buddhist bin oder nicht. Und manche Menschen finden es schwierig, sich einzuordnen und sich sozusagen dann auch als Buddhist zu bezeichnen. Viele finden die Werte, die im Buddhismus vermittelt werden, attraktiv, finden den Effekt in buddhistische Praxis auf das eigene Leben attraktiv, so das, was man so unmittelbar merken kann, wenn man achtsamer wird, wenn man mehr ethisches Gewahrsein entwickelt. Aber trotzdem ist es manchen Menschen schwierig, sich dann als Buddhist zu sehen, weil man ist dann so festgelegt. Vielleicht haben andere dann Erwartungen an einen. Du bist doch Buddhist, du darfst das nicht. Oder was dürft ihr Buddhisten denn oder was dürft ihr nicht? Also wir können einer Philosophie folgen, wir können es auf etwas einlassen. Also Buddhist zu sein bedeutet dann, irgendwann mal einen Übungsweg zu beschreiben, zu üben. Bedeutet bereit sein, sich zu verändern, bedeutet an sich selbst zu arbeiten. Aber was wir oftmals nicht so im Fokus haben, ist das Ziel, warum wir das eigentlich alles tun. Warum Buddhisten das tun, was sie tun. Ich bin überzeugt, das vergessen unterwegs auch viele Buddhisten. Wir machen das Ganze ja, um Erleuchtung zu erlangen. Das ist ja das Ziel buddhistischer Praxis. Das ist das, was ich mit dem Transzendenten, mit dem religiösen Aspekt im Buddhismus verbinde. Es ist die Haltung, und ich persönlich finde die Haltung sehr inspirierend, dass es mehr gibt im Universum als das, was wir im Augenblick erfahren, was im Augenblick unserer Erfahrung zugänglich ist. Ich sage im Augenblick, weil es gibt Mittel und Wege, dahin zu kommen. Sonst bräuchten wir als Buddhisten das Ziel der Erleuchtung nicht anstreben. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, was Erleuchtung eigentlich ist, wird schon ein bisschen kompliziert. Ich glaube, als erstes muss man lernen, als praktizierender Buddhist damit zu leben, dass wir nicht wirklich wissen, was das ist. Wir das nicht wirklich wissen. Wir werden es erst wissen, wenn wir an dem Punkt angelangt sind. Es mag sich jetzt vielleicht etwas unbefriedigend anhören, aber ich werde gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie man einen Geschmack davon bekommen kann. Also vielleicht ist uns das sehr weit weg von unserer jetzigen Praxis. Es ist für uns nicht greifbar. Und wenn wir die buddhistischen Schriften nachlesen, dann werden wir nicht sehr detaillierte Beschreibungen darüber finden, was das ist. Der Buddha hat da nämlich gar nicht so viel zu gesagt. Er hat da nicht viel zu gesagt, weil es etwas ist, was man eigentlich mit Worten nicht beschreiben kann. Und es gibt ja auch in unserer Erfahrung Dinge, die wir mit Worten nicht beschreiben können. Wer hört gerne Musik? Der eine oder andere. Und wenn man jetzt in einem Musikstück so richtig aufgeht und da drin ist und zuhört und man hinterher einem anderen erklären sollte, warum? Ich glaube, also mir würden die Worte fehlen. Ich könnte vielleicht Indizien, Anzeichen, grobe Beschreibungen geben, wie es mir damit ergangen ist. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Moment, als ich das Musikstück gehört habe, diese Erfahrung kann ich mit Worten nicht transportieren. Und ich glaube, da gibt es viele Felder im Leben, auf denen man das anwenden kann, dass man mit Worten nicht in der Lage ist, Dinge wirklich zu beschreiben. Und dennoch machen wir Erfahrungen, auch wenn wir nicht in der Lage sind, die zu beschreiben mit Worten.
Also Erleuchtung mögen wir zwar mit Worten nicht wirklich darlegen können, aber es ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt unserer Praxis. Das, warum wir üben. Und für jeden Buddhisten sollte Erleuchtung als mögliches Ziel am Horizont erscheinen. Weil wenn wir das nicht für möglich halten würden, als Praktizierenden, warum mache ich das dann? Das nennen wir alle, jeder Mensch hat das Potenzial, Erleuchtung zu erlangen. Jeder. Ob er Buddhist ist oder nicht. Ist eingebaut im Universum. Das Potenzial, Erleuchtung zu erlangen. Und ich habe mich mal gefragt, warum will ich das eigentlich? Warum will ich persönlich, warum will ich Erleuchtung erlangen? Als ich anfing, mich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, habe ich zunächst mich sehr viel mit der, was man so bezeichnen kann, als Philosophie beschäftigt. Das ist auch was, was mich sofort angesprochen hat. Wenn man so will, die Sicht der Welt auf buddhistischer Perspektive. Aber was mich dann noch viel mehr fasziniert hat, war der Buddha selber. Natürlich, der Buddha hat vor 2.500 Jahren gelebt. Insofern ist er mir nie persönlich begegnet. Aber es gibt Beschreibungen in den buddhistischen Schriften. Und diese Beschreibungen von diesen Menschen haben mich immer wieder beeindruckt. Es muss ein Mensch gewesen sein, der vollkommen in sich ruhte. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde immer in jeder Situation meines Lebens in mir ruhen, finde ich das eine sehr attraktive Vorstellung. Zugegebenermaßen, es gelingt mir nicht. Es gelingt nicht, aber dennoch ist die Vorstellung attraktiv. Er lässt sich oder ließ sich nicht provozieren. Er hatte keine Ansichten. Er war einfach. Er war einfach im Moment. Vielleicht meint jetzt jemand, ist das nicht langweilig so? Einfach so, einfach im Moment sein, immer nur im Moment sein, passiert ja nicht viel. Aber es ist Ausdruck von Zufriedenheit. Und Zufriedenheit bedeutet für mich Freiheit. In dem Wort Zufriedenheit steckt der Begriff Frieden. Und innerer Frieden bedeutet Freiheit. Wenn ich mit allem sein kann, was gerade ist, bin ich frei. Der Buddha war voller Mitgefühl, voller Empathie. Er war, wenn er zu Menschen sprach, immer bei der Person. Er war immer dabei. Wenn er zuhörte, hörte er wirklich zu. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist mit Zuhören. Ja? Also meine eigene, ich bin nicht immer dabei, wenn mir einem gegenüber etwas sagt. Da bin ich manchmal mit den Gedanken schon woanders. Ich formuliere schon eine Antwort, die der andere wahrscheinlich gar nicht hören möchte. Ja, ich sollte vielleicht erstmal zu Ende zuhören, aber sowas passiert mir halt. Ja? Oder heutzutage rede ich mit jemandem und der landet auf seinem Smartphone. Der ist auch nicht bei mir, wenn ich dann was sage. Aber immer präsent zu sein, finde ich schon sehr, sehr attraktiv. Und der Buddha war eine Persönlichkeit, so als Mensch. Er hatte ja eine sehr umfassende Ausbildung genossen. Er stammt ja aus einer Fürstenfamilie, manchmal wird in den Schriften gesagt, aus einem Königshaus, aber es war wohl eher ein Fürst. Aber nichtsdestotrotz hat er eine entsprechende Ausbildung genossen, eine Ausbildung zum Herrscher, eine Ausbildung zum Krieger. Und er hatte ein relativ hohes Bildungsniveau. Er kannte sich, wenn man so die Schriften liest, er kannte sich so in allen Lebensbereichen aus, in Politik, Landwirtschaft, also alles, was man so damals kannte, davon hatte er auch etwas gelernt. Also das ist so für mich ein Vorbild, wo ich sage, ich möchte Erleuchtung erlangen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist Erleuchtung? Obwohl ich gerade gesagt habe, man kann das nicht notwendigerweise mit Worten erklären, mache ich jetzt doch mal einen Versuch. Jetzt mal versuchen, uns das ein bisschen näher zu bringen, was das eigentlich heißt. Sangharakshita, der Gründer unserer Bewegung, hat Erleuchtung mal als natürliches Ideal bezeichnet. Ein natürliches Ideal ist ein Ideal, das eine Verbindung zu uns hat.
Es ist nicht etwas Abstraktes. Weil die Qualitäten, die ein Erleuchteter verkörpert, im Grundsatz kennen wir sie alle. Und ich behaupte mal, viele von uns, die hier sitzen, haben einiges davon auch schon erlebt. Wir sind in der Lage, diese Qualitäten zu erfahren. Da komme ich gleich noch drauf. Jeder von uns. Das Problem ist nur, solange wir den Zustand von Erleuchtung nicht erlangt haben, ist das kein Dauerzustand, sondern das sind immer nur Momente, in denen uns das gelingt. Und dann ist dieser Moment auch wieder vorbei. Und dann haben wir wieder unseren Alltagsgeist mit all den Fallstricken, die unser Alltagsgeist so bietet. Traditionell wird gesagt, Erleuchtung bedeutet die Abwesenheit von Gier, Hass und Verblendung. Das sind Schlagworte, die für bestimmte Neigungen stehen, die uns im Alltag bewegen und die im Alltag unsere Sicht auf die Welt färben. Gier ist das Schlagwort für alles das, was wir haben wollen, weil wir uns davon Glück versprechen. Also es ist nicht nur die Gier damit gemeint, mit der ich in 2 Minuten eine Tafel Schokolade verschlinge. Ja, die Gier ist nicht nur damit nicht gemeint, sondern wir erhoffen uns von Menschen, von Dingen, von Situationen, Glück und Zufriedenheit und da streben wir hin und das wollen wir haben. Holistisch gesprochen ist das Gier. Wir kennen auch das Gegenteil. Ja, das ist das Schlagwort Hass, was ausdrückt, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht haben wollen. Situationen, Menschen, Dinge. Das Gleiche, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Wir wollen Dinge von uns fernhalten, die uns schmerzhaft vorkommen, die uns unglücklich machen, die uns traurig machen. All diese Dinge wollen wir nicht haben. Und mit diesem Hin und Her zwischen Dingen, die wir haben wollen und Dingen, die wir nicht haben wollen, gehen wir durch das Leben, um einen glücklichen Zustand zu erreichen. Das ist das, was wir tun. Jeder Mensch, das eint uns alle, will glücklich sein. Ich glaube, es gibt kein Wesen im Universum, das unglücklich sein möchte. Sondern alle wollen, und jeder macht das auf seine Art und Weise. Und das Problem dabei ist, dass manche Menschen oder wir alle tun das so, dass es vielleicht andere stört. Und das führt dann zu Reibereien und Konflikten im Miteinander. Und weil wir das nicht, dass wir das alles nicht sehen, mit unserem unerleuchteten Geist, nennt man in der buddhistischen Praxis mit dem Schlagwort, zeichnet man mit dem Schlagwort Verblendung. Ja, wir sehen das nicht so, wie es tatsächlich ist und was wir eigentlich tun. Erleuchtet sein bedeutet, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein, immer und ständig. Wer von Ihnen, wer von euch meditiert, weiß, dass das kein leichtes Unterfangen ist. Ich frage mal so in die Runde, wer meditiert? Sind einige? Und wer ist nie abgelenkt in der Meditation? Ja, wem gelingt es in der Meditation, immer in dem Moment zu sein, immer beim Atem zu sein? Ja, es ist ein ständiges Üben in der Meditation, im Moment zu sein, weil es uns eben nicht gelingt, permanent im Hier und Jetzt zu sein, sondern der Geist hat die Tendenz abzuschweifen, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Interessanterweise ist für unseren Geist die Gegenwart am uninteressantesten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist in vielen Fällen so. Entweder hängen wir Dingen nach, die in der Vergangenheit liegen. Ja, wir denken an den letzten Urlaub, der ja so schön war. Ja, oder wir gucken in die Zukunft, freuen uns auf den neuen Urlaub, der vielleicht noch schöner wird. Ja, und wenn wir dann an den gleichen Ort fahren, sind wir enttäuscht, wenn das Wetter nicht so ist wie im letzten Jahr. Also im Hier und Jetzt zu sein, ist nicht so ganz leicht. Und dennoch kennt jeder von uns diesen Zustand, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist so das, was uns mit dem erleuchteten Zustand verbindet. Also wenn ich in der Meditation, wenn ich eine gute Meditation habe, in der Meditation, bin wirklich im Hier und Jetzt, dann kann ich da sitzen. Dann will ich da nicht weg. Ich warte nicht darauf, dass irgendeine Glocke geht oder auf sonst irgendwas. Ich sitze einfach da und kann einfach da sitzen. Ich vermisse nichts.
Ich möchte nichts anders haben, ich bin einfach in dem Moment. Und so ähnlich muss das sein, wenn man erleuchtet. Dann ist das nur permanent so. Erleuchtet sein bedeutet aktives Mitgefühl. Mitfühlend mit meinem Gegenüber zu sein. Und mitfühlen heißt nicht, wenn die Person beispielsweise leidet, dass ich genauso leide wie die Person. Das ist mit Mitgefühl nicht gemeint. Aber ich kann die Emotionen der Person nachvollziehen. Kann mich sozusagen in die Schuhe der anderen Person stellen. Und aus der Perspektive kann ich aktiv werden. Da kann ich was tun. Also es ist nicht etwas, wo ich eine Meinung dazu habe, ja, sondern ich bin wirklich bei der anderen Person. Und ich habe nicht nur eine Idee davon, wie es der Person jetzt wohl geht. Das ist für mich aktives Mitgefühl. Und erleuchtet sein bedeutet auch, unmittelbar zu sehen, was wirklich gerade da ist. Was wir im normalen Alltag tun, wir interpretieren immer. Wir interpretieren, was passiert. Wir haben Ideen darüber, was passiert. Vielleicht ein Beispiel. Wir gehen durch die Stadt und wenn wir durch die Stadt gehen, sehen wir viele Menschen. Mir geht das so. Und manchmal fallen mir Menschen auf und dann gehen in meinem Kopf Geschichten drum, was das wohl für ein Mensch ist. Ja? Entweder sieht er gut aus oder nicht so gut aus nach meinem Geschmack oder ist groß oder ist klein, er geht langsam oder er geht schnell, dieser Mensch. Und ich mache mir ein Bild von diesem Menschen und da läuft eine Geschichte in meinem Kopf ab. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Geschichte wahrscheinlich gar nichts mit dem Menschen wirklich zu tun hat, sondern das ist einfach meine Interpretation von der Wirklichkeit. Ja? Weil ich bin nicht dieser Mensch. Und das tun wir an vielen verschiedenen Stellen. Und ein anderer Punkt, was wir überwunden haben, wenn wir erleuchtet sind, ist auch ein großes Thema in der buddhistischen Philosophie, ist der Glaube an unser Selbst, an ein festes Selbst. Das haben wir überwunden, wenn wir erleuchtet sind. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Es wird immer so gesagt, es gibt kein Selbst. Und es gibt es doch. Ich drösel das gleich noch ein bisschen auf. Weil die Erfahrung, die wir machen, als Person, als Menschen, ist in unserer Existenz eingebaut. Wir erleben, wir erfahren ein Ich, wir erfahren ein Selbst. Ja, Selbst hat in der Regel auch einen Namen, Dhammadeva zum Beispiel. Ja? Wenn der Name genannt wird, weiß man sofort, wer angesprochen ist. Ja, manchmal hat man zwar den gleichen Namen in einem Raum, da muss man schon mal gucken, wer ist denn jetzt gemeint, aber vom Grundsatz her ist so dieser Name etwas, was zu einem gehört, was Teil der Selbstwahrnehmung ist. Das gehört einfach dazu. Also es ist ganz natürlich, das Empfinden von einem Selbst zu haben. Und jeder verteidigt sein Selbst auch. Ja, auch im Miteinander. Wir können eine bestimmte Nähe vertragen, ja, wenn die mit fremden Personen, wenn die zu eng wird, dann ist es unangenehm. Wer kennt das? Ja, wir haben so eine Distanz, die wir brauchen. Ne? Manchmal lässt sich diese Distanz nicht aufrechterhalten, wenn die Straßenbahn denn doch zu voll ist. Ja, aber im Normalfall, wenn wir die Möglichkeit haben, wahren wir eine gewisse Distanz. Ja. Merkt man schon, wenn sich Leute hier hinsetzen in dem Raum, die fangen sich meistens von hinten an zu füllen. Ganz normal. Was für mich bei der Frage der Erleuchtung auch noch mitschwingt, ist, wie misst man eigentlich spirituellen Fortschritt? So, wie nah haben wir uns denn dem Ziel von Erleuchtung genähert? Wie macht man das denn? Ich glaube, die Aspekte, die ich gerade genannt habe, ich wiederhole das nochmal, die kommen alle in unserer Erfahrung vor, zu dem einen oder anderen Grad. Wir alle kennen Mitgefühl, wir alle kennen Achtsamkeit, ja. Wir alle kennen Klarheit, indem wir eine Situation durchschauen. All diese Aspekte von Erleuchtung sind unserer jetzigen Erfahrung zugänglich, ohne bereits Erleuchtung erlangt zu haben.
Aber die misst man denn, um mich so auf meinem spirituellen Weg mit meiner Übung sozusagen, mich weiter in die richtige Richtung bewege. Ein Gradmesser ist unser ethisches Gewahrsein. Also wenn ich mich spirituell weiterentwickle, wird mein ethisches Gewahrsein immer feiner. Was gestern aus ethischer Perspektive noch in Ordnung war, ist morgen nicht mehr in Ordnung. Beispiel, ich mache auf der Arbeit dann regelmäßig so meine privaten Kopien, macht ja jeder. Ist ja eigentlich kein ethisches Problem, oder? Oder vielleicht doch? Ja, oder vielleicht doch? Ja, wir haben den ethischen Vorsatz, nicht Gegebenes nicht zu nehmen. Und wenn man dann ein verfeinertes ethisches Gewahrsein hat, dann denkt man, oh, ist doch nicht so richtig. So war das jedenfalls bei mir. Ja, dass man so den Grad, wie man diese ethischen Prinzipien anwendet, immer weiter verfeinern kann. Da kann man jeder bei sich selber mal gucken, wie denn so sein ethischer Fortschritt, sein spiritueller Fortschritt ist. Mitgefühl. Sind wir mitfühlender geworden? Sind wir empathischer geworden? Ja, wenn wir regelmäßig bestimmte Meditationsübungen machen, dann hat das einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung anderer Menschen. Und sind wir da mehr bei den anderen Menschen als bei uns selbst? In bestimmten Situationen gelingt uns das einfach mehr. Sind wir achtsamer geworden? Nicht in allen Situationen, aber in der einen oder anderen Situation. Gelingt mir das häufiger, achtsamer zu sein, bei dem zu sein, was ich gerade tue? Kann sich jeder selber mal die Frage stellen. Also spiritueller Fortschritt zeigt sich im Handeln, zeigt sich nicht im Reden. In dem Sinne, dass jemand gut über buddhistische Themen reden kann, sondern man muss immer gucken, wie handelt der denn, der da redet. Das ist eigentlich der Maßstab für spirituellen Fortschritt. Und dazu möchte ich einen Vers aus dem Dhammapada zitieren. Du bist nicht deshalb schon ein Halter der Lehre, nur weil du gut über die Lehre reden kannst. Doch wenn du, selbst bei nur wenig Wissen, die Lehre tief verstehst und im Einklang mit der Lehre lebst, dann giltst du wirklich als ein Halter der Lehre. Also das ist eigentlich der Maßstab für spirituellen Fortschritt. Wie ist das Verhalten? Wie ist unser Verhalten im alltäglichen Miteinander? Und der nächste Punkt. Wie stark haben wir den Glauben an unser festes Selbst aufgegeben? Finde ich, ist ein schwieriger Punkt. Weil, wenn man sich theoretisch damit beschäftigt, lässt sich das sehr gut nachvollziehen. Aber in unserem Erleben ist es so, dass unser Ego, unser Selbst sich immer wieder Bahn bricht. Ja? Und ich glaube, damit verbunden ist die Angst, dass wenn wir unser Selbst aufgeben, dass dann wir dann nur eine leere Hülle sind. Aber Erleuchtung bedeutet eben nicht, unsere Individualität und unsere Einzigartigkeit, die wir als Menschen, als einzelne Menschen darstellen, aufzugeben oder zu verlieren. Wir bleiben einzigartige Persönlichkeiten. Weil wir als Person sind das Produkt von Bedingungen, die fortwirken. Rein erstmal körperlich. Wir sind das Produkt bestimmter Gene, unserer Eltern nämlich. Die Gene bestimmen, wie wir aussehen. Ja, und wenn ich erleuchtet bin, dann ist meine äußere Erscheinung so von meiner körperlichen Statur genauso wie vorher. Ich werde auch weiter altern, wenn ich erleuchtet bin, als Mensch. Es ist kein Jungbrunnen. Erleuchtung ist kein Jungbrunnen, sondern die biologischen Prozesse laufen weiter. Der Buddha ist auch gealtert. Und was, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, was unsere Persönlichkeit vom Charakter her ausmacht, ist ja auch das Ergebnis unseres bisherigen Lebens. Im Pali, das ist die Sprache, in der die buddhistischen Schriften zuerst aufgeschrieben wurden, gibt es für das, was wir mit Persönlichkeit bezeichnen, zwei Begriffe. Das eine ist Shakaya. Und Shakaya ist das Konstrukt, was wir als Ich bezeichnen. Das ist ja de facto ein Konstrukt. Unser Ich
ergibt sich ja aus unseren Ansichten, die wir haben, wie die Welt zu sein hat, aus dem, was man uns mitgegeben hat, ja, welche Wertvorstellungen, womit wir uns identifizieren. Jeder kann mal bei sich fragen, womit identifiziere ich mich? Kann man immer daran den Satz beginnen mit ich bin so oder so oder so. Ich bin morgens sehr müde. Ich kann abends nicht meditieren. Das sind alles so Aussagen, die damit verbunden sind, eine Ich-Identifikation zum Ausdruck zu bringen. Also Shakaya ist sozusagen das, was wir mit Ich bezeichnen, die Person. Und dann gibt's Pugala. Und Pugala ist die Individualität. Und diese Individualität, die besitzen eben auch Erleuchtete. Es gibt ein interessantes Buch, das heißt Die wahre Natur der Erleuchtung. Und ist geschrieben, ich habe das glaube ich klein ausgedruckt hier, von Adi Ashanti. Und daraus möchte ich ein kurzes Zitat nennen. Mit dem Erwachen, also Erleuchtung zu erlangen, ist der Mensch noch da. Er geht nicht in Rauch auf. Sogar seine Persönlichkeitszüge bleiben wiedererkennbar. Der Buddha besaß eine Persönlichkeit im Sinne von Individualität. Alle Menschen dieser Welt haben eine Persönlichkeit. Wenn wir jedoch einmal hinter den Schleier der Trennung von Ich und anderen geblickt haben, beginnt sich die Identifikation mit unserer Persönlichkeit aufzulösen. Auch wenn wir sehr tief geblickt und große Verwandlungen erlebt haben, ändert sich die Grundlage unserer Persönlichkeit, also unserer Individualität, nicht. Aber was uns einst bewegte und Antrieb und Orientierung gab, ist entweder verschwunden oder verflüchtigt sich gerade. Zitat Ende. Also wir haben noch unsere individuellen Züge, unseren Charakter, aber eben nicht mehr die Identifikation mit einem Ich. Das ist nicht mehr da. Denn man muss sich klar machen, dass es kein festes, unveränderliches Selbst gibt, bedeutet ja nicht, dass es nichts gibt. Das wäre Nihilismus. Und Nihilismus hat der Buddha vehement abgelehnt. Das ist es nicht. Sondern ist ja was da. Die Ich-Erfahrung ist ja da. Teil unseres Lebens. Also ist Teil des buddhistischen Weges zu versuchen, ein wahres Individuum zu werden. Was ist denn nun ein wahres Individuum? Das ist ein Begriff, den unser Gründer Sangharakshita geprägt hat, den ich sehr attraktiv finde, weil er auch im Endeffekt was mit Freiheit zu tun hat. Denn wir sind frei als wahres Individuum von Prägung einer Gruppe. Wie oft fühlen wir uns an die Normen der Gruppe gebunden und versuchen, um dazuzugehören, den Normen der Gruppe zu entsprechen? Wie oft nehmen wir die Gruppe als Maßstab? Also beispielsweise einfach, um sowas wie Anerkennung zu erfahren. Es hängt oft von der Gruppe ab. Wie verhalte ich mich da? Zum wahren Individuum gehört ein gewisser Grad an Bewusstheit, und zwar in Bezug auf das eigene Handeln. Das heißt, wir übernehmen Verantwortung für das, was wir tun. Wir schieben nicht die Verantwortung auf andere, sondern wir handeln in eigener Verantwortung und sind uns dessen auch klar. Klar und bewusst. Ich denke, es ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir Dinge tun, uns darüber im Klaren sind, dass wir eine Entscheidungsfreiheit haben. Und nicht sagen, ich habe das gemacht, weil. Es ist nicht so ganz einfach, finde ich, sich dieser Verantwortung immer gerecht zu werden. Finde ich schon sehr anspruchsvoll. Als wahres Individuum ist man psychologisch unabhängig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass unser Glück nicht von anderen abhängt. Ich finde gerade diesen Punkt in Beziehungen sehr wichtig. Wie oft mache ich das Glück von dem Verhalten meiner Partnerin oder meines Partners abhängig? Und das ist eine unwahrscheinliche Last, die auf der Schulter dann ruht. Weil ich glaube, diesem Anspruch kann kein Mensch gerecht werden. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, man kommt in Beziehungen viel besser klar, wenn die Beziehung von dieser Last, dass der andere für das eigene Glück verantwortlich ist, frei ist.
Nach meiner Erfahrung kann das eigentlich nur scheitern. Irgendwann schafft der andere das nicht mehr. Und es gilt natürlich wechselseitig. Und wahre Individuen unterscheiden sich von der Masse. Und zwar in dem Sinn, dass wir ganz wir selbst sein können. In dem Sinn. Nicht in dem Sinn, dass wir einfach nur anders sind. Das wäre individualistisch, darum geht's nicht. Also es geht nicht darum, zwanghaft anders zu sein als andere. Es geht, ich glaube, man kann den Begriff benutzen, authentisch zu sein. Es geht darum, authentisch zu sein. Und mich haben Menschen, die authentisch sind, immer sehr beeindruckt. Die also nicht danach schielen, so, was meint der links, was meint der rechts, sondern die einfach authentisch sind. Und wenn wir in diesem Sinne eine gefestigte Persönlichkeit geworden sind, also ein Individuum, dann kann uns so leicht nichts mehr erschüttern. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir nehmen uns selbst nicht mehr so wichtig. Man geht dann gelassener damit um. Und Erleuchtete sind wahre Individuen. Und das wird deutlich, wenn wir uns mal ein bisschen die Geschichte angucken. Und ich habe jetzt 4 Schüler von Buddha mal rausgesucht. Über die möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Weil die sind alle erleuchtet, aber alle total unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche charakterliche Eigenschaften, unterschiedliche Talente und sie haben alle unterschiedliche Wege zur Erleuchtung beschritten. Da ist zunächst Shariputta, einer der ersten Schüler des Buddha. Er war ein Meister der Lehre. Er hat die Lehre sehr gut vermitteln können. Und er war ein sehr geduldiger Mensch. Wenn ein Schüler das nicht verstanden hat, dann hat er es nochmal wiederholt. Und wenn er es immer noch nicht verstanden hat, hat er es nochmal wiederholt. Und zum dritten und zum vierten Mal, so oft wie es nötig war. Er hat es immer wieder versucht, seinen Schülern beizubringen. Er war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Immer wenn etwas zu tun war, Shariputta war da. Sein Zugang zur Erleuchtung war das bedingte Entstehen. Das ist ein Grundprinzip im Buddhismus, dass alles miteinander verknüpft ist und alles nur aufgrund von Bedingungen entsteht und nichts aus sich selbst heraus. Als er das gehört hatte, hat er Erleuchtung erlangt. So schnell ging das. Ich habe das schon oft gelesen, schon oft gehört, aber damit hat es nicht geklappt. Muss ich wohl noch ein bisschen weiter arbeiten. Was er nicht hatte, er hatte keine Neigung zu übernatürlichen Kräften. Das hatte sein Freund, Maudgalayana. Die beiden waren zusammen, gemeinsam auf der spirituellen Suche und an einem gewissen Punkt auf dem Weg haben die sich getrennt und haben gesagt, wenn du die Antwort gefunden hast, schließen wir uns kurz und dann teilen wir das. Und Maudgalayana, der war Meister der psychischen Kräfte. Wenn man bestimmte Fähigkeiten entwickelt, wenn man Erleuchtung erlangt hat, dann ist das theoretisch möglich. Das sind so Sachen wie hellhören, Gedanken lesen. Er konnte karmische Zusammenhänge erkennen, warum was wie passiert. Er hatte eine sehr starke Erinnerung an seine früheren Existenzen. Auf der anderen Seite war er körperlich nicht sehr belastbar. Er war immer sehr müde. Er war auch so ein Besorgtheitstyp. Und er mochte keine Diskussion. Das war ihm irgendwie zuwider. Manche mochten das von den Schülern des Buddha, dass sie wirklich in Diskussionen gingen. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Aber das war nicht seine Sache. Er verbrachte die meiste Zeit mit Meditation. Und damit war er zufrieden. Ganz anders als Shariputta. Dann haben wir Mahakashyapa. Der wird oft als der Vater des Sangha oder des Ordens, wenn man so will, bezeichnet. Er war ziemlich streng von seinen Charakterzügen her. Im Laufe der Geschichte gab es für das Ordensleben immer mehr Regeln, wie sich die Mönche und die Nonnen zu verhalten haben, was hilfreich ist für das gemeinsame Praktizieren. Und Mahakashyapa war der, der nach dem Tod des Buddha sozusagen dafür gesorgt hat, dass diese Regeln auch am Leben erhalten wurden. Er hat die quasi durchgesetzt. Aber er war schon eigensinniger Charakter. Wenn der Buddha ihn mal gebeten hat, also du kannst jetzt mal die Lehrrede halten, muss mich ein bisschen ausruhen, hat er schon mal gesagt, nee, möchte ich jetzt nicht.
Ja, dann ist dann schon mal nicht nachgekommen und hat dann gesagt, ich muss jetzt was anderes machen und hat sich rumgedreht. Obwohl er eine sehr enge Beziehung zum Buddha hatte. Und als ich so ein bisschen recherchiert habe, ist mir in die Hände gefallen eine Frage, die der Mahakashyapa dem Buddha gestellt hat und die, deshalb habe ich die hier reingebracht, für uns heute noch relevant ist. Er hat nämlich gefragt, hängt mit den Regeln zusammen, was ist der Grund, warum es früher weniger Regeln und mehr erleuchtete Mönche und heute mehr Regeln und weniger Erleuchtete gibt? Wiederhole das nochmal. Was ist der Grund, warum es früher weniger Regeln und mehr erleuchtete Mönche und heute mehr Regeln und weniger Erleuchtete? Also man muss sich vorstellen, diese Frage wurde zu Lebzeiten des Buddha gestellt. So Richtung zwei Ende des Lebens vom Buddha, also so 40 Jahre ungefähr nach seiner Erleuchtung. 40, 45 Jahre nach seiner Erleuchtung. Aber in dieser Zeitspanne schien sozusagen die Erfolgsquote doch gesunken zu sein. Und die Antwort finde ich sehr interessant, die der Buddha gibt. Er sagt einmal, ein Grund ist fehlende Ehrfurcht und Achtung vor dem Buddha, dem Dharma und dem Sangha, also den drei Juwelen, die uns Buddhisten den Weg weisen. Und fehlende Praxis und Meditation der Mönche und Nonnen und der männlichen und weiblichen Laienanhänger. Also wir alle. Fehlende Praxis. Fand ich interessant die Antwort, weil ich denke mal, das gilt heute auch noch. Also wenn wir uns fragen, warum wir nicht weiterkommen auf unserem Weg, dann müssen wir vielleicht mal hinschauen, wie sieht denn unsere Praxis aus? Was zeigt, dass der Mensch sich in 2500 Jahren nicht so viel geändert hat? Die Probleme sind die gleichen geblieben. Ja? Mahakashyapa konnte auch sehr bestimmt sein. Er hat zu dem einen oder anderen Ordensbruder oder die Ordensschwester schon mal getadelt. Und er war nicht sehr geduldig. Ihm ging das alles immer nicht schnell genug. Und als viertes haben wir dann noch Ananda. Ananda ist der Cousin des Buddha gewesen und er hat ihn über 20 Jahre begleitet. Und er wird bezeichnet als der Bewahrer des Dharma, weil er muss ein unwahrscheinliches Gedächtnis gehabt haben. Weil er kannte, nachdem der Buddha eine Lehrrede gehalten hat, die sofort auswendig. Ja, und er hat alle Lehrreden des Buddha auswendig gewusst. Und das ist eigentlich der Grund, weil damals gab es weder solche Aufnahmegeräte, wie wir die hier jetzt verwenden, ja, noch wurde etwas aufgeschrieben, sondern wird alles mündlich weitergegeben. Und er ist quasi dafür verantwortlich, dass uns die Lehrreden überhaupt überliefert wurden. Über die Zeit, weil sie sind erst einige hundert Jahre nach dem Tod des Buddha Gottes aufgeschrieben worden. Ananda selber war sehr bescheiden, war sehr zurückhaltend, war so ein kleiner Pingel, sehr gewissenhaft, immer sehr genau, hat lieber einmal noch mal mehr nachgefragt. Insgesamt war er wohl auch ein guter Lehrer, weil er hat oft den Buddha vertreten, wenn der Buddha mal wieder Rückenschmerzen hatte und nicht mehr weitermachen wollte und sich hingelegt hat, dann hat der andere mehr weitergeredet. Und was vielleicht eines der wichtigsten Aspekte ist, er hat den Nonnenorden ermöglicht. Ananda ist derjenige, der den Buddha überzeugt hat, dass auch Frauen ein spirituelles Leben in einer klösterlichen Gemeinschaft führen können. Das war zu Zeiten des Buddha nicht so selbstverständlich. Aber er hat den Buddha einfach gefragt, sag mal, können denn Frauen Erleuchtung erlangen? Und dann hat der Buddha wahrheitsgemäß gesagt, ja, natürlich. Ja, und damit gab es kein Argument gegen einen Nonnenorden sozusagen. Und seitdem gibt es das auch. Was machen wir jetzt damit? Ich bin ja immer dafür zu gucken, was machen wir mit solchen Theorien. Was hat das für eine praktische Bedeutung für uns? Wie man gesehen hat, sind die Schüler des Buddha sehr unterschiedlich gewesen, sehr individuell. Genauso wie wir alle, die hier sitzen, sehr individuell sind. Wir sind nicht einheitlich. Also gibt es auch keine einheitliche Lösung für den spirituellen Weg. Wie ich es vorhin schon mal kurz angerissen habe, unsere Persönlichkeit ist eben ein Produkt, wie wir hier sitzen. Ein Produkt von unserer Vergangenheit. Beginnend mit den Eltern, die uns erzogen haben, die uns bestimmte Werte, bestimmte Ansichten vermittelt haben, die uns vielleicht eine
bestimmte Denkweise vermittelt haben, wie das Milieu um uns herum, Freunde, die Schule, Lehrer, aber natürlich auch unsere Lebenserfahrung, ja, die wir alle mit uns tragen. Wir haben Erfahrungen vielleicht in der eigenen Familie gemacht, wir haben Erfahrungen im Arbeitsumfeld gemacht, im Freundeskreis. Ja, wir bringen die ganze Geschichte unseres persönlichen Lebens bringen wir mit auf den Weg. Und damit müssen wir arbeiten. Das ist unser Material, wenn man so möchte. Davon, wovon wir ausgehen. Und wir wissen nicht, welche Voraussetzungen wir sonst noch mitbringen für das Erlangen von Erleuchtung. Das wissen wir nicht. Das sind Erfahrungen, die uns nicht zugänglich sind, weil sie vielleicht aus früheren Leben stammen. Und auch da kann man mal in die Geschichte zu Zeiten des Buddha gucken. Da gab's Ananda, der den Buddha über 20 Jahre lang begleitet hat, der aber zu Lebzeiten des Buddha nicht Erleuchtung erlangt hat. Obwohl er den ganzen Tag neben dem Buddha hergegangen ist, wenn man so möchte. Er hat später, er ist ja alt geworden, er hat dann Erleuchtung erlangt, aber es war einige Jahre nach dem Tod des Buddha. Und dann gibt's jemanden wie Bahia. Zu Bahia sagt, war ein Wandermönch, ein Suchender, der vom Buddha gehört hatte. Und er hat den Buddha quasi angefleht, ihn zu belehren. Und der Buddha hat ihm drei Sätze gesagt und er hat Erleuchtung erlangt. Also das Spektrum, ja, das Spektrum gibt es auch in der Geschichte. Und ich denke, das müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir an unsere eigene spirituelle Entwicklung denken. Weil wir wissen nicht, was wir mitbringen. Ich glaube, wir sind uns noch nicht mal bewusst, was für Auswirkungen unsere Lebenserfahrungen, die wir in diesem Leben gemacht haben, für unseren spirituellen Weg bedeutet. Das ist etwas, was wir im Laufe des Lebens ergründen können. Und dieses Ergründen ist nicht so ganz einfach. Und deshalb gibt es sowas wie die buddhistische Gemeinschaft, den Sangha, die Lehrer. Wir brauchen auf dem Weg Unterstützung. Wie kann eine solche Unterstützung denn aussehen? Nach meiner Auffassung zunächst mal zu helfen, dass man eine Persönlichkeit wird. Im Sinne eines wahren Individuums. Dass man Selbstvertrauen entwickelt in die eigenen Fähigkeiten, in das eigene Potenzial und in das Potenzial der Entwicklung, die möglich ist. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Oftmals sind Zweifel da, Selbstzweifel, Zweifel am Weg, Zweifel an den Möglichkeiten und mangelndes Selbstvertrauen. Gleichzeitig geht es auch darum, zu gucken, dass man Selbstüberschätzungen, das ist ja das andere Extrem, schwächt. Ich bin schon so weit. Alles ist kein Problem. Stromeintritt habe ich schon erledigt. Wo ist das nächste Ziel? Komme ich wieder auf das Zitat von Dhammapada zurück, das ich vorhin genannt habe. Also inwieweit sind wir in der Lage, unser Leben nach den drei Juwelen auszurichten, zu gucken, dass diese drei Juwelen wirklich die Orientierung in unserem Leben sind. Und dabei können uns andere helfen, darüber Klarheit zu bekommen, weil nicht jeder will das. Das gehört auch zum Prozess dazu, rauszufinden, was will ich denn eigentlich? Ja, auch zu erkennen, wo Zweifel sind. Ich denke, das ist auch wichtig, damit man über die Zweifel sprechen kann und Klarheit für sich bekommt. Und diese Übung auf dem Weg ist nun mal nicht einfach. Oft kommt die Frage, ja, was muss ich denn tun? Was muss ich denn machen? Ja, wir wollen vielleicht die Patentlösung, so die Abkürzung zur Erleuchtung. Aber das Package, unseren Rucksack, den haben wir dabei und damit müssen wir arbeiten. Und da gibt's kein Schema. Es gibt kein Schema. Den Weg, den wir gehen, den müssen wir selber gehen. Wir können die Hilfe von anderen annehmen, die Erfahrung haben, aber ein Schema, nach dem wir Schritt für Schritt vorgehen und am Ende dieses Schemas steht dann die Erleuchtung, halte ich für unmöglich. Dafür sind wir alle viel zu verschieden. Es gibt bestimmte Techniken und Methoden, das ist richtig.
Das ist der ganze Kanon von Meditation, Studium, die Beschäftigung mit der Lehre und der Austausch im Sangha. Aber innerhalb dieses Rahmens muss jeder seinen eigenen Weg finden. Von daher gibt es auch keine bestimmten Phasen, durch die man unbedingt durch muss, ja, die man erwartet. Das alles gibt es nicht. Es ist alles individuell. Was wir brauchen auf dem Weg ist Vertrauen. Vertrauen in uns, Vertrauen in die Lehre, in den Dharma und Vertrauen in die Menschen, die mit uns gemeinsam auf dem Weg sind. Das ist wichtig. Und natürlich Vertrauen in die Möglichkeit, dass Erleuchtung überhaupt ein Ziel ist. Und wir brauchen Mut auf dem Weg und Ermutigung auf dem Weg, weil der Dharma verändert uns. Jeder, der länger praktiziert, glaube ich, kann das nachvollziehen. Also ich bin nach jetzt 17 Jahren Praxis nicht mehr so, wie ich vor 17 Jahren war. Ich bin aber auch nicht gänzlich anders. Also meine Hauptcharakterzüge sind immer noch da. Die sind immer noch da. Und es gibt eine Herangehensweise an den Weg, die ich sehr hilfreich. Das eine ist, seine eigenen Schwächen zu kennen. Also was liegt mir, was liegt mir nicht. Und dann natürlich seine Stärken zu kennen. Was ist der Weg für mich? Ich weiß gar nicht, wer, dieser Satz, den ich jetzt zitiere, ist nicht von mir. Ich weiß aber nicht, wer ihn aufgeschrieben hat oder wo ich ihn her habe. Ich finde ihn nur so wichtig. Wenn wir unsere Stärken stärken, können wir es zur Meisterschaft bringen. Beim Arbeiten an unseren Schwächen erreichen wir nur Mittelmaß. Also ich plädiere dafür, mehr an unseren Stärken zu arbeiten, die rauszuarbeiten, die zu kennen und mit den Stärken, die wir haben, zu arbeiten. Weil da können wir es bis zur Meisterschaft bringen. Das wird sozusagen, die Aussicht auf Erfolg ist da besser, als wenn man versucht, an den Schwächen rumzudoktern. Man kann es auch so ausdrücken, wenn man jemand das Talent zum Pianisten hat, bringt es wenig, wenn man ihm eine Geige schenkt. Er wird wahrscheinlich ein mittelmäßiger Geiger, aber vielleicht ein großartiger Pianist. Wir bei uns in der Bewegung legen ja sehr großen Wert auf Studium, wie wir das nennen. Auf die Beschäftigung mit der Theorie und das intellektuelle Verstehen. Aber das liegt nicht jedem. Das liegt nicht jedem. Manchmal ist der Weg, der über Vertrauen führt, für den einen oder anderen viel, viel versprechender. Das Vertrauen in die Methode der Meditation beispielsweise, in die Methode der Übung von Ethik. Weil Weisheit, echte Weisheit, mehr ist als intellektuelles Verständnis. Weisheit ist auch emotionales Verständnis. Das Verstehen muss vom Kopf zum Herzen wandern. Erst wenn das Verständnis im Herzen angekommen ist, haben wir die Möglichkeit, weise zu sein, weil wir dann auch emotional verbunden sind mit anderen. Ja, wenn wir nur intellektuell mit anderen verbunden sind, arbeiten wir mit Konzepten, aber sind nicht bei dem anderen Menschen. Um beim anderen Menschen zu sein, muss man immer eine Herzensverbindung haben. Also wenn jemand in der Praxis sagt, ja, das ganze Studium, das ist nicht für mich, ist das kein Grund, dich zu üben. Man muss da nur seinen Weg finden. Und das ist möglich. Also versucht dann, eure Stärken zu finden. Meditiert. In der Meditation schult ihr eure Wahrnehmung. Ihr lernt euch besser kennen und findet dann raus, was eure Stärken und was eure Schwächen sind. Ihr könnt reflektieren über die ein oder andere Frage. Ihr könnt euch das selber oder Freunde befragen. Sag mal, sind denn, ist das meine Stärke oder ist das meine Schwäche? Also Unterstützung im Sangha suchen. Und wenn ihr dann auf diese Art und Weise den Weg gefunden habt für euch, dann könnt ihr den auch gehen. Ich komme jetzt zum Schluss. Also in der dharmischen Praxis, auf unserem buddhistischen Weg, geht es nicht darum, unser derzeitiges Leben angenehmer zu gestalten. Sozusagen Samsara etwas gemütlicher zu machen. Samsara ist die Welt, in der wir leben. Die uns ein bisschen schöner und gemütlicher zu machen, weil das mag kurzzeitig von Erfolg gekrönt sein, aber dauerhaft ist damit eine Überwindung von Leid
nicht möglich. Irgendwann werden wir wieder krank und schließlich sterben wir. Also dürfen wir auf unserem Weg das Ziel Erleuchtung nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten versuchen, immer damit in Verbindung zu bleiben. Und wie wir das machen, das ist auch individuell verschieden, welches der drei Juwelen uns anspricht. Aber es ist lohnend, eine Herzensverbindung mit diesem Ideal zu haben und diese Herzensverbindung nicht zu verlieren. Weil nur, wenn wir wirklich mit dem Ideal in Verbindung sind, haben wir die Kraft der Inspiration. Sonst kommt immer irgendwann, wenn wir entweder unsere Freunde, unsere Lehrer, wenn die diesem Ideal nicht entsprechen, was wir uns da so vorstellen, dann werden wir schnell enttäuscht. Deswegen brauchen wir die Verbindung mit dem höheren Ideal. Dann kann man das eine oder andere leichter nachsehen. Also dieses höhere Ideal nicht auf gewöhnliche Menschen projizieren. Das kann nur scheitern. Für mich ist der Weg des Dharma ein lohnender Weg. Und es lohnt sich einfach, die Möglichkeiten zu nutzen, die uns dieser Weg bietet. Dazu brauchen wir Vertrauen. Vertrauen in die Praxis allgemein, aber auch Vertrauen in unsere eigene Praxis. Selbst wenn wir mal schwierige Zeiten haben. Es ist nicht immer leicht, den buddhistischen Weg zu gehen. Aber wenn das Vertrauen in die eigene Praxis da ist, können wir wieder neue Kraft schöpfen. Wieder einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Manchmal ist es halt so, dass man auch mal wieder einen Schritt zurückgeht. Kommt auch vor. Ist aber nicht schlimm. Oder man bleibt mal stehen. Jede Treppe hat irgendwo ein Podest und da bleibt man dann mal stehen. Und dann kann man auch wieder den nächsten Schritt gehen. Auch wenn die Pause mal ein bisschen länger ist. Aber das Vertrauen in die eigene Praxis nicht zu verlieren, ist da sehr, sehr hilfreich. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Dhammapada, der betont, dass wir das Menschsein, also das Leben, als etwas Kostbares schätzen und ansehen, dass es nicht selbstverständlich ist und dass wir die Chance zur Entwicklung nutzen wollen. Denn da heißt es, schwer erlangt man dieses Menschendasein. Schwer lebt man dann als ein Sterblicher. Schwer hört man die edle Lehre. Und schwer erscheint ein Erwachter in der Welt. Also wir haben das Glück, in einem Zeitalter zu leben, wo es einen Erwachten, nämlich den Buddha, gegeben hat. Wir haben das Glück, dass die buddhistische Lehre verfügbar ist. Auch das ist nicht selbstverständlich. Aber was wir daraus machen, liegt an uns, an jedem Einzelnen. Vielen Dank fürs Zuhören.